Our Love is a Flame. Das singen Susie Quattro und Chris Norman in ihrem Hit Stumbling In, mit dem unser nächster Film beginnt. Es geht um die Liebe unter Teenagern. Der Film aus dem Jahr 1979 trägt den überraschend konservativ klingenden Titel Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Interessant ist aber auch der Untertitel, Die Liebe unserer Kinder. Das ist also ein Film, in dem damals Erwachsene das Verhalten von damals jungen Leuten zu erklären versuchen. Heute sind diese jungen Leute selbst Eltern großer Kinder oder vielleicht schon Großeltern. War es also wirklich so, wie es Heike Munzeck und István Buri in diesem Film beschrieben haben? Kommen Sie mit auf Zeitreise in die späten 70er Jahre. Die Musik, die Kleidung, die Ansichten, vielleicht weckt es ja Erinnerungen. Our love is a lie. And so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame. Die Liebe unserer Kinder. Mit 14 Jahren haben sie fast alle schon mal geküsst. Mit 15 geschmust. Mit 16 wollen sie wissen, wie es weitergeht. Ebenso unbefangen wie zärtlich, spielerisch wie selbstbewusst geben sich die 15- bis 20-Jährigen von heute in ihren Beziehungen. Früher als ihre Eltern und vor allem bereitwilliger gehen sie enge Bindungen ein. Sexualität selbstverständlich eingeschlossen. Und doch, obwohl diese Jugend sich gern cool und lässig gibt, wenn es um ihre Herzensangelegenheiten geht, sehnt sich die Mehrzahl der Mädchen und Jungen nach Geborgenheit und Verständnis in einer festen Zweierbeziehung. Sie glauben an Liebe und Treue, aber nicht an ewiges Glück. Körperliche Intimität gehört dazu, aber Vertrauen ist ihnen wichtiger. Irgendwann wollen die meisten von ihnen auch heiraten. Doch es sieht nicht so aus, als ob sie bis dahin Erfahrungen auch noch mit anderen Partnern oder gar als Einzelgänger sammeln möchten. Our love is alive. And so we begin. Nach den unruhigen Jahren des Gruppenprotestes der Studenten- und Schülerrevolten ist ein Rückzug der Jugend in die Privatsphäre zu beobachten. Die Gründe? Schulstress, unsichere Berufsaussichten, wohl auch Enttäuschung über die geringen Möglichkeiten an und in dieser Gesellschaft verändernd und verbessernd mitzuwirken. Jericho! Jericho! Monster Jericho! Auch Probleme mit den Eltern. Das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, lassen viele Jugendliche früh in eine Partnerbeziehung flüchten. Von ihr erwarten sie Halt und persönliches Glück. Oft stellen sie aber auch emotionale Ansprüche, die ihnen in der Kindheit nicht erfüllt wurden. Dieses Streben nach Sicherheit und Bestätigung im privaten Bereich gilt für Großstadtkinder ebenso wie für Jugendliche vom Land. Ihre Wünsche und Vorstellungen weichen kaum voneinander ab. Auch ihr tatsächliches Verhalten unterscheidet sich vielfach nur noch äußerlich. So offenbart die Stadtjugend unbekümmerter, die Landjugend hingegen zurückhaltender ihre Gedanken und Gefühle. Trotz erleichterter Abtreibungsmöglichkeiten wird weiterhin geheiratet, weil ein Kind kommt. Denn so selbstverständlich sexuelle Beziehungen vor der Ehe heute sind, ist die Pille auch unter den Jugendlichen umstritten. Andere Verhütungsmethoden werden ohnehin meistens abgelehnt. So kriegen Kinder weiterhin Kinder und richten sich dann ebenso realistisch wie optimistisch auf eine gemeinsame Zukunft ein. Liebespärchen sitzen zusammen auf der Schulbank, treffen sich in Sportvereinen und Freizeitstätten, ziehen in Wohngemeinschaften und fahren miteinander in Urlaub.
Nicht selten klammern sie sich aneinander und versäumen dabei Möglichkeiten zu einer selbstständigen Entwicklung. Allerdings, sie können Gefühle offen zeigen und sie tun es auch. Überall und zu jeder Zeit. Glaubwürdig selbst noch im Spiel. Komm. Mann, wart doch. Man merkt hier nichts. Ach, sie ist doch noch ein Kind. Ja, von wegen Kind. Das denkt man von uns auch, wir Kinder. Lieg nieder, ja? Nicht lieg nieder, sondern leg dich hin. Oh, du bist mir so eine. Du willst von nichts von mir, was? Da habe ich solche Sehnsucht nach dir gehabt. Ich habe dir sogar einen Brief geschrieben. Jetzt weiß ich, was Liebe ist. Wenn man sich nicht mehr sehen kann und die Sehnsucht dich auffrisst. Kennst du das auch? Hm. Ich denke nur dann nicht an dich, wenn ich bei dir bin. Sonst immer, jeden Augenblick. Ich einschlafe oder aufwache. Ich denke immer nur an dich. Unterwegs, beim Essen, in der Vorlesung dasselbe. Ach, in der Vorlesung höre ich schon lange nicht mal zu. Genau. Das ist toll, dass wir uns getroffen haben. Davon habe ich immer schon geträumt. Natürlich habe ich auch gelacht wie die anderen Jungs. Liebe, was für eine Idiotie. Die moderne Fassung des klassischen Romeo und Julia-Konfliktes schrieb der Sowjetrusse Michail Rostschin. Wart noch. Sag mal, du hast Mädchen immer auf die Tour kennengelernt? Ich hab noch keine kennengelernt. Das glaube ich dir nicht. Los, schwör's mir. Ich hab doch schon mal geschworen. Dann schwörst du es eben noch mal. Also, was ist mit der Katjuscha da, eure Nachbarin? Ach, die Katjuscha, dass ich nicht lache. Hör auf, absurd. Domner Typ Don Juan. Los, schau mir in die Augen. Wenn ich bloß Dina höre, werde ich schon verrückt. Für mich existierst nur noch du. Wenn ihre Eltern jetzt gegen die Liebe mit ihrem Freund sind, wie würden Sie sich dann verhalten? Was hätten Sie für Möglichkeiten? Wo würden Sie hingehen zum Beispiel, um mit ihm zusammen zu sein? Ja, entweder zu ihm oder ja. Oder nach draußen, ich weiß nicht. Ab ins Heu. Erstmal ein Zimmer kriegen. So. Das ist tatsächlich noch so, ja? Dass es in eurem Alter nicht so einfach ist, dass man da... Also meine Eltern sind da ziemlich tolerant. Also zuerst haben sie es auch verboten und so, du bei ihm schlafen und so, kommt gar nicht in Frage. Dann habe ich einfach gesagt, ich schlaf da und bin weggegangen. Am nächsten Morgen haben die zwar ein bisschen dumm geguckt oder so und haben gesagt, warum ich nicht pünktlich zum Mittagessen da war, aber dann war es auch gelaufen. Von da an haben sie ja nichts mehr gesagt. Mhm. Man muss vielleicht erstmal den Absprung finden, irgendwann mal den Mut haben, das mal zu tun. Und ich meine, dann ist das wohl nicht mehr so schwer, nicht? Kann man denn mit seinen Eltern darüber reden heute? Leichter oder wollt ihr das überhaupt? Doch schon, aber die haben irgendwie doch noch andere Ansichten. Zum Beispiel meine Mutter, die ist jetzt kurz über 40 oder so, die sagt dann zum Beispiel so eine Sachen wie auf den Ruf achten und sowas. Mhm. Und vor der Ehe, je früher man damit anfängt, desto mehr hat man, meinst du, jemand will dich heiraten, wenn er weiß, dass das schon 10 Minuten vorher hat? Irgendwie, sie kann noch nicht so ganz über ihren Schatten springen und sagen, ja okay, ist ganz natürlich und so, wenn man das Bedürfnis hat oder wenn man es gern möchte, dann tut man es eben. Wie erleben Sie denn das, wenn sich so auf dem, vielleicht sogar in der Klasse oder aber auf dem Schulhof die Pärchen deutlich zeigen, dass sie eine Beziehung haben? Erlebt man das eigentlich so auch nett oder ist man als dagegen als Lehrer? Ich finde, da hat sich unheimlich viel verändert. Ich kenne also einige Schüler ja auch schon seit längerer Zeit, und so, die jetzt so 10. Klasse, 11. Klasse sind, wie die 8. Klasse, 9. Klasse waren. Und dass die jetzt also in der Lage sind, Beziehungen anzuknüpfen. Vorher war das so ein Protzen, ich muss eine Freundin haben, ja, das ein angeben. Und jetzt ist wirklich also eine ganz echte Beziehung zwischen einigen da. Gerade in meiner Klasse, und das finde ich ganz toll. Also das ist schön. Und Herr Jaus, auf die Lernleistung, wie wirkt sich das da aus? Meinen Sie jetzt auf den Unterricht bezogen oder auf die Liebe? Ich meine schon auf den Unterricht. Also stört es eigentlich das Lernen, wenn man eine so intensive Beziehung lebt? Oder sind die so intensiv auch wieder nicht? Ja, das kommt darauf an, wie dauerhaft so eine Beziehung ist, nicht? Ich habe also häufig erlebt, dass in den Anfangsphasen einer solchen Liebesbeziehung, also wenn der Sturm und Drang noch am Gange ist, doch manchmal der Unterricht erheblich darunter leidet. Das ist gar keine Frage, das wissen die Schüler sicher auch selber. Andererseits, wenn so eine Beziehung über längere Zeit läuft, stabilisiert sich das. Also ich meine, das eine kann das andere durchaus... Also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist auch schon Jahre her, dass sich das manchmal so durch den Leistungsdruck und den ganzen Theater mit Arbeiten, dass man so aggressiv dann auch in den Pausen zueinander ist und so. Und dann sieht man sie auch noch nachmittags und dann labert man über Schule und lässt seinen Frust halt los. Das ist manchmal nicht so schön. Also ich finde es besser, wenn man sich nur privat so sieht. Das finde ich überhaupt nicht.
Ich finde, gerade wenn man noch zusammen in der Schule ist, ist es irgendwie ein schönes Erlebnis, ja? Wenn man sich wirklich liebt, dann kann man sich doch auch in der Schule sehen. Ich muss und auch irgendwie sehen. Stand, ja. Also einen Halt aneinander finden. Kommt man da nicht eigentlich auch unter so einen Erfolgsdruck? Also wenn man, dass man das auch eigentlich möchte, also dass man auch irgendwie mehr wert ist oder so, wenn man nun einen Freund oder eine Freundin hat? Und dass man, Früher war es unheimlich stark so, dass man auch so viele wie möglich und warst du schon mit dem zusammen? Der hat, also wirklich, der sieht so toll aus und so. Und alle Mädchen nach der Reihe, die es erlauben konnten, also, waren dann mit dem zusammen. Aber ich glaube, jetzt ist es ein bisschen anders so, dass es nicht mehr so wichtig ist, dass man einen Freund hat, sondern irgendwie, dass man, dass die Freundschaften eben auch zueinander aus der Klasse eben anders laufen, als dass man sich über Jungs unterhält. Das war früher das Hauptgesprächsthema. Ich hörte jetzt eben so als Kriterium, also der sieht toll aus. Ist das für den Beginn einer Beziehung eine Voraussetzung? Oder was ist überhaupt denn, was seht ihr denn als Liebe oder als notwendig für eine Partnerbeziehung an? Das muss diese erste Anziehungskraft überhaupt bestehen. Irgendwas muss da sein. Und meistens ist es eben das gute Aussehen. Ob natürlich irgendwas in einem hässlichen Menschen noch mehr drin steckt, das kann man später erst feststellen. Aber wenn einer schon von vornherein attraktiv ist, dann bin ich doch schon gleich mehr interessiert. Hat es leichter. Hat es wesentlich leichter. Aber wenn man jemanden, der mittelmäßig aussieht, irgendwie kennenlernt, dann kann man den auch sehr lieb haben. Ich finde, natürlich. Das ist kein Kriterium. Sicher, bei schönen Leuten geht es schneller. Das doch. bis sie einander näher kommen. Sicher, bis man mal die Schwelle übertritt. Für mich ist es auch wichtig, dass ich irgendwie so einen Menschen habe, der mich genau kennt, ja. Weil ich irgendwo spiele ich doch in allen Gruppen irgendwie eine Rolle. Und dass ich da einen Menschen habe, zu dem ich also echt ehrlich bin und den ich nicht nie belüge und so. Und der mich also richtig kennt, so wie ich bin. Valentin, wart noch. Valentina. Ach, du denkst immer nur an eines. Ja, bitte. Ja, und wenn was passiert? Ach, naja, du kriegst einen Jungen. Ach, geh zum Psychiater. Ich kauf ihm eine Eisenbahn. Ja, lieber stürze ich mich von einer Brücke. Ach, Valentina. Ach, Mensch, denk doch an mein Studium. Ach, scheiß Studium. Wir besitzen doch überhaupt nichts. Ich geh arbeiten. Du arbeitest? Das lasse ich nicht zu. Na, Freud, weißt du, dauert die Liebe höchstens 4 Jahre. Ach, Freud. Scheiß Freud. Die erste Liebe nimmt immer ein schlechtes Ende. Die erste Liebe nimmt niemals ein Ende. Wie ist das eigentlich durch die Pille? Hat sich das dadurch entspannt, auch zum Beispiel? Haben sich sexuelle Beziehungen auch in eurem Alter schon dadurch entspannt? Oder ist das noch nicht so ein Thema, dass die meisten eben doch halt die Pille nicht kriegen oder dass die Eltern das nicht wollen? Ich glaube, das verkrampft dieses ganze Problem überhaupt ein bisschen nicht. Weil so in einer Beziehung, so bis es so miteinander schlafen kommt, nicht, das dauert ja auch noch eine Zeit. Nicht? Und ich finde, sehr wichtig dabei ist ja, dass man auch davor redet. Nicht? Und dadurch, dass so diese Problematik der Verhütung so ein bisschen genommen ist, nicht, kann man sich nur mehr auf so dieses Miteinander reden auch konzentrieren. Ne? Und das finde ich ganz cool. Ich glaube, das geht meiner Meinung nach durch die Pille zu schnell. Man wartet gar nicht mehr das Reden ab und dieses Miteinander verstehen. Man meint ja, es passiert ja doch nichts. Na und, Folgen gibt es nicht. Kann man ja mal. Also meiner Meinung nach geht es zu schnell. Durch die Pille. Mhm. Also ich persönlich finde, dass so in einer festen Zweibeziehung und so, dass sie da mir zur Romantik sogar noch mehr beiträgt. Also ich weiß nicht, ich finde, das hat mir dazu beigetragen, dass man sich nicht so viel Sorgen machen braucht und sich mehr auf sich selber konzentrieren kann, auf den anderen Partner. Man kann auch viel spontaner jetzt erstmal machen. So, man ist nicht immer abhängig so, was weiß ich, von welchen Sachen. Ja, Automaten. Wie sehen die Mädchen das eigentlich? Hier haben eben nur zwei Knaben dazu gesprochen. Wie seht ihr das eigentlich? Ja, ich meine, wenn ich mir vorstelle, meinetwegen mit Patentex oder so, okay, 10 Minuten warten, los, 2 Stunden zu Ende. Und dann so unsicher, und so, ne? Und dann unsicher man und dann ja soll das so immer schmieren und so. Nur besten Dank, da wird mir die Lust echt vergehen. Ich finde, wenn man einen festen Freund hat, dann kann man auch ruhig die Pille nehmen. Ich finde es blödsinnig, wenn man die jetzt nimmt und keinen festen Freund hat und dann, ach ja, den finde ich ganz niedlich, komm her. Also das finde ich ekelhaft, aber ich finde, wenn man einen wirklich lieben Freund hat und auch mit dem darüber reden kann, dann ist das viel schöner für einen. Weil man, ja, man kann sich viel mehr Zeit füreinander nehmen und braucht gar nicht, sich mit solchen Gedanken zu befassen. Stefanie und Achim, beide 17 Jahre alt, sind seit 3 Jahren miteinander befreundet. Sie gehen noch zur Schule, sitzen im Klassenzimmer nebeneinander und sind auch in ihrer Freizeit nahezu unzertrennlich. 2 glückliche Kinder, zufrieden mit sich und der Welt, die sie akzeptiert.
Im Schutz elterlicher Nestwärme konnte sich ihre Beziehung ungestört und vertrauensvoll entwickeln. Achim und Stefanie, ihr kennt euch jetzt 3 Jahre und seid die ganze Zeit zusammen. Seid ihr eigentlich ein Liebespaar? Ja. Was macht denn eure Beziehung aus? Ja, wir können alles miteinander besprechen, alles mögliche miteinander unternehmen. Und es ist ein besonderes Vertrauen, was man zueinander hat. Nun gehört ja zu einer Beziehung zwischen einem jungen Mädchen auch noch was hinzu, nämlich Zärtlichkeit und Sexualität. Das macht es doch auch mit aus, oder? Ja, mit. Aber ob es so eine große Rolle spielt, ich weiß nicht, ob wir ohne Sexualität würden wir, glaube ich, auch zusammen sein. Ja, doch. Stefanie, hast du schon mal Liebeskummer gehabt? Nee. Ich auch schon nicht. Ihr wart also eigentlich immer glücklich und zufrieden miteinander. Ja. Wenn ihr jetzt mal Kummer hättet miteinander, mit wem würdet ihr darüber sprechen? Oh, mit meiner Mutter oder auch meinem Vater. Ich würde erstmal mit Stefanie darüber sprechen. Ja, das sowieso. Also mit Achim. Wenn man so ein Problem hat, dann muss man das erstmal versuchen, selbst aus der Welt zu schaffen oder so. Ja. So fest wie ihr sind nicht viele. Kennt ihr überhaupt nicht viele? Nee. Viele gibt es nicht. Ein paar kennt man. Kommen denn da nicht auch mal welche und lassen sich so Ratschläge geben? Mensch, wie macht ihr das eigentlich so lange und so fest? Eigentlich nicht. Ungetrübtes Glück also, aber auch ungeprüft. Denn zur Reifung gehört nach Meinung der Psychologen eine Zeit der Wanderschaft, um die eigenen Möglichkeiten kennenzulernen und sich im Vergleich mit anderen selbst zu finden. Wer diese wichtige Phase der Entwicklung in jungen Jahren überspringt, muss sie später oft schmerzlich nachholen. Die Gymnasiastin Annette, mit 16 Jahren ein Nestflüchter, will mit dem 18-jährigen Lehrling Udo und seinem Freund in eine Wohngemeinschaft ziehen. Haus- und Gartenpflege werden selbstverständlich geteilt. Im Übrigen wollen die drei Erfahrungen miteinander sammeln, wie sie sagen. Ja, versuchen das rauszuziehen. Ziehen, drehen, würgen, irgendwie raus. Ja, zugleich dann, ne? Ja. Udo und Annette haben schon vieles erlebt, was nicht leicht zu verarbeiten war für sie. Kontakte zur Drogenszene und familiäre Schwierigkeiten hinterließen Spuren in ihrer Entwicklung, machten sie empfindlich und kritisch gegenüber ihrer Umwelt, aber auch besonders bedürftig nach Zuwendung und Vertrauen. Was versprechen sie sich von einer Wohngemeinschaft? Billiger zu leben. Billiger zu leben. Und eben auch Rückhalt irgendwie in der Gruppe, ne? Also mein Elternhaus ist nicht gerade das Beste und dann kann ich dadurch eben, habe ich mehr Stärke irgendwie, wenn das jetzt gut läuft. Und das hoffe ich ja. Wir wollen uns auch gegenseitig immer ein bisschen so finanziell auch über Wasser halten. Also wenn der eine mal nicht arbeitet oder so, dass der andere dann, oder die beiden anderen viel mehr dann auch die Miete tragen, ne? Für den mit und den ein paar Monate durchziehen. Ne? Wir haben ja Udo und Annette eine Liebesbeziehung. Gibt es da zu dritt keine Probleme? Würde ich nicht sagen. Was ich? Also, weil wir können uns das nicht vorstellen, weil wir kennen uns alle ganz gut und mögen uns auch. Und wir haben uns das ja auch vorher überlegt. Und außerdem, ich würde auch sagen, weil wir, ja, gerade ihr beide, Klaus und Udo, ne, ihr kennt euch nun schon ziemlich lange, ne? Und das ist auch wieder eine Beziehung, wo eben auch was da ist, ne? Also das ist nicht nur so, dass Udo und ich so fest zusammen sind und dann, ja, Klaus so nebenbei oder so, ne? Vor allem ist, haben wir das, glaube ich, ganz gut geregelt, dass wir uns zu den Bekannten von uns jeweils nicht so abkapseln. Ne? Also ziemlich offen nach außen und so. Ne? Weshalb seid ihr beide eigentlich zusammen? Tja. Ja. So Eigenschaften, oder? Ja. Ja, was mag ich? Was mag ich an dir? Was mag ich denn an dir? Ja, eigentlich ruhig, also dass er oft irgendwie ziemlich ruhig ist. Und ja, unheimlich zärtlich, ne? Und das ist sowas, das ich unheimlich brauche, so Geborgenheit und so. Ja, und bei ihr ist es so die Offenheit, mit der sie an Sachen herangeht oder so, was ich nicht so gut kann, weil ich gegen gewisse Sachen ziemliche Vorurteile habe. Aber sie geht da anders ran und zieht mich dann auch so ein bisschen mit und so. Das ist eigentlich eine ganz gute Ergänzung, finde ich. Wie wichtig findet ihr eigentlich sexuelle Beziehungen? Wie wichtig findest du? Ja.
Ja, schon wichtig, nur es ist nicht das Wichtigste. Nee, würde ich auch sagen. Es ist wichtig, aber ich meine zum Beispiel eine Freundschaft, also wo man sich geistig oder mich versteht, aber mit dem man, ja, der einen irgendwie sexuell nicht anzieht oder so. Also das kann unheimlich Probleme aufwerfen. Hab ich selbst erlebt. Also das ist irgendwie. Ja, es stört dann halt nicht. Es stört halt, dass es dann nicht funktioniert oder so. Und was haltet ihr von Treue? Ja, von Treue. Das ist schwierig zu beantworten. Eigentlich halte ich von Treue in körperlicher Beziehung sehr viel. Weil das meiste, was ich geben kann dem anderen. Ne? Und wenn der das irgendwie missbraucht oder zu jemand anders hinwendet, dann fühle ich mich in irgendeiner Art und Weise betrogen. Ne? Und dann sage ich mir auch, also irgendwas ist da schiefgelaufen. Ne? Aber sonst eigentlich so Treue in dem allgemeinen Begriff, so kein Kuss zu jemand anders oder was hängt, also das ist eigentlich nicht. Ich weiß, ich sehe das wieder ganz anders. Also, bei mir ist Treue so, dass ich, ja, also wenn ich mit ihm zusammen bin und jetzt lerne ich jemanden kennen, dann heißt das überhaupt, und wenn ich mit dem dann meinetwegen mich streichle oder meinetwegen auch mit ihm schlafe, dann heißt das überhaupt nicht, dass das mit Udo nicht stimmt, sondern das ist was völlig anderes. Also, das kann sein, aber meistens ist es so, dass es dann was völlig anderes ist. Also, dass es überhaupt nichts mit der Beziehung, die ich fest habe, was zu tun hat. Und was mit Eifersucht? Ich? Nee, überhaupt nicht. Das ist das Merkwürdige. Früher war ich sehr eifersüchtig, aber bei ihr nicht im Geringsten. So, das habe ich mir ziemlich abgeschminkt. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich nur eifersüchtig, wenn ich eine Beziehung nicht durchschauen kann. Also wenn ich überhaupt nicht weiß, was ist da eigentlich. Ich meine, dann kann ich also irgendwie, ja, so Eifersucht und, ja, weiß halt nicht, was vorgeht, ne? Dann kommt so ein Gefühl, was man als Eifersucht bezeichnen könnte. Was haltet ihr überhaupt vom Heiraten? Oh nein. Ja. Nee, also heiraten finde ich jedenfalls ziemlich. Nee, man ist einfach nur fest gebunden. Ich kann auch so mit ihr zusammen wohnen oder so. Ne? Dazu brauche ich nicht irgendwie einen Schein zu haben oder so. Oder mir meine Liebe zu ihr vom Staat bestätigen zu lassen mit irgendeinem Wisch. Ne? Das ist nicht nötig. Ne? Wozu? Also? Nee, bin ich eigentlich genau derselben Ansicht. Auch wenn man Kinder hat oder so. Bräuchte ich, also deswegen wäre ich, wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde und ich wollte es auch haben, angenommen von ihm, ja, dann warum man heiraten ist? Ich sehe das irgendwo nicht. Das einzig Dumme ist, dass die Gesellschaft immer noch merkwürdig reagiert, wenn man uneheliches Kind hat, auch wenn der Freund da ist. Ne? Sie haben ziemlich idealistische Vorstellungen von ihrem Zusammenleben, wie beide zugeben, aber sie hoffen, dass sie es schaffen werden. Und sie brauchen diese Hoffnung auch, weil sie einander brauchen. Thorsten, 20 Jahre alt, liebt schnelle Autos und seit 4 Jahren seine Freundin Nicole. Sie ist 18 Jahre alt, geht noch zur Schule und holt ihn abends manchmal von seiner Lehrstelle ab. Sie spielen dann Volleyball, streiten sich über Politik oder hören zusammen Musik. Aber jeder braucht auch ein Stückchen Freiheit, sagen sie. Was macht ihre Beziehung so haltbar? Man hat gewisse Interessen gemeinsam und man versucht eben, die Freizeit gemeinsam zu gestalten. Und wenn man merkt, dass es mit jemandem klappt, dann ist es Spaß und bleibt man automatisch zusammen. Ne? Und man hat jemanden, dem man eben vertrauen kann, den man kennt und mit dem es eben Spaß macht, zusammen zu sein. Bedeutet aber so eine enge Freundschaft nicht auch eine ganze Menge Anpassung und vielleicht auch eine Teilaufgabe der eigenen Persönlichkeit? Ja, in vielen kleinen Dingen schon. Im Großen und Ganzen bleibt jeder er selbst. Aber wenn es eben um kleinere Dinge geht, so hierhin oder dahin, dann muss man schon Absprachen treffen, sonst klappt das eben nicht. Sonst geht es eigentlich gut. Da kann jeder so sein, wie ich gehen, wie er möchte. Wie ist denn das? Machen Sie nun wirklich nur gemeinsam etwas oder macht doch jeder mal was für sich? Nö, es geht auch mal alleine los. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel im Verein mal wegfährt. Ne? Oder Klassentreffen oder sowas, da geht man natürlich auch alleine. Wie ist das mit der Eifersucht? Sie ist im Spiel, würde ich sagen. Ne? Ja, ohne die ist es vielleicht nicht spannend, ich weiß es nicht. Aber zu Anfang war sie wesentlich schlimmer als jetzt. Also, jetzt weiß man, dass man dem anderen vertrauen kann und
man kennt ihn eben lange genug, ne? So dass es da nichts mehr ausmacht. Früher war es vielleicht so, dass man so auf einer Party, wenn dann irgendwas war, so, oh Gott, was macht der denn schon wieder jetzt? Klönt er mit der schon seit 3 Stunden oder so, ne? Aber das ist jetzt überhaupt nicht mehr wichtig. Möchten Sie denn einander treu sein? Ja, treu, ja, natürlich. Man ist so ferntreu, indem man zusammen ist. Und wenn man auch mal andere Beziehungen hätte, das ist noch nicht die Treuebruch. Das ist einfach das nicht ist jetzt die Sache. Nicht nur körperliche Treue. Das hat damit wenig zu tun, ob man nur mit einem schläft oder mit zweien. Das ist nicht wichtig. Sondern dass man sich eben auch sonst versteht und vor allen Dingen dem anderen ehrlich sagen kann, so und so sieht es aus. Ich war mit dem da auf der Party weg oder was weiß ich wie. Aber man versteht sich eben in allen anderen Dingen und weiß, dass man wegen irgendeinem anderen nicht den richtigen Partner aufgeben würde. Haben Sie schon mal Liebeskummer gehabt, Nicole? Ja, habe ich schon mal gehabt. Wegen Thorsten? Ja. Und umgekehrt auch? Ja, auch. Es waren Momente da, wo man dann doch das Gefühl hatte, es läuft alles auseinander und auch hinterher stellte man fest, dass es eigentlich eine Lappalie war, aber in dem Moment ist man dann doch, vor allem am Anfang einer Beziehung, im ersten halben Jahr, da war es am schlimmsten. Wenn Sie sich jetzt so eine richtige Freude gegenseitig machen wollen, was tun Sie, Nicole, was tun Sie für Thorsten, oder? Es braucht bloß eine ganze Kleinigkeit zu sein, dass ich eben mal eine Rose mitbringe zum Beispiel. Das ist nur eine ganze Kleinigkeit und dann kann er sich wahnsinnig darüber freuen, oder? Wenn er sich, wie er es leidenschaftlich gern tut, über Autos unterhält, dann mache ich meistens irgendwie einen Spruch so, ja, schon wieder das Thema. Und wenn ich dann gar nichts sage, sonst irgendwas Liebes dazu sage oder so, dann freut er sich darüber auch. Das sind Kleinigkeiten, genau. Braucht nichts Großartiges zu sein, dass man ihm jetzt ein Riesengeschenk macht oder so. Und was halten Sie von der Ehe, so ganz allgemein? Tja. Nicht zu früh und vor allen Dingen nicht auf Zwang. So, wenn man lange Zeit zusammen ist und meint, man möchte ein Kind haben zum Beispiel, dann halte ich es für das Kind für relativ sinnvoll, das zu machen. Weil heutzutage ja noch relativ viel Hänseleien sonst sein können oder irgendwas. Aber für notwendig halte ich es nicht. Nicole, was ist das Netteste und was ist das Ärgerlichste an Thorsten? Beide Mal muss ich eher sagen. Ich weiß, ich kann das nicht einzeln beschreiben. Er ist das Netteste, was es für mich gibt und manchmal ist auch das Ärgerlichste, was es gibt. Ja, man streitet sich und dann würde man, glaube ich, immer sagen, dumme Kuh und lass das doch. Das ist doch also so typisch, da sagt man also, wieso bin ich überhaupt mit der noch zusammen? Das ist ja unmöglich, mit der streite ich mich ja nur. Und gleichzeitig ist man bei irgendeinem Anlass oder auch, wenn man alleine zu Hause sitzt, plötzlich merkt man doch, er fehlt. Ne? Und dann ist es das Liebste, was man hat. Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Wir sind die Niedersachsen-Stumpfe. Liebespaare auf dem Land. Sie finden sich in den Landjugendgruppen oder bei der Freiwilligen Feuerwehr, der alle angehören, auch die Mädchen. Sie möchten so unbefangen miteinander umgehen können wie die Jugendlichen in der Stadt. Aber sie fühlen sich beobachtet und kritisch überwacht. Allein miteinander zu sein, ist fast unmöglich. Doch auch für diese Jungen und Mädchen gehören Zärtlichkeiten und Sex zu einer Liebesbeziehung. Andererseits kann man auf dem Lande schneller von den Leuten zusammengeredet werden, als einem lieb ist. Gegensätze ziehen sich an. Die stille Angelika, 19 Jahre alt, Zahnarzthelferin, und der lebhafte Henrik, der zurzeit beim Bund seinen Wehrdienst ableistet, haben sich vor einem Dreivierteljahr gefunden. Es sieht so aus, als ob die beiden glücklich miteinander sind. Was bedeutet das für Sie, Angelika, Glück? Dass man sich wohlfühlt, dass man sich auf den nächsten Tag freut vielleicht, oder? Glück ist irgendwie ein Wort, was ist unheimlich schwer zu beantworten. Dass man, weiß ich nicht genau. Wenn Sie jetzt so sagen sollten, was sollte Ihre zukünftige Frau für Eigenschaften haben? Für Eigenschaften? Tja. Ich weiß nicht, man kann der Frau nicht sagen, so sollst du sein oder so. Man muss ihm zusehen, dass man das findet, was man ungefähr haben will. So häuslich, ruhig, nicht so ein Hektikmacher oder so. Und weiß ich nicht, Angelika und er?
Ja, ich bin eigentlich ziemlich ruhig und deshalb würde ich gerne einen Mann haben, der etwas lebhafter ist als ich. Meinen Sie, dass er auch so in der Ehe so die Führung haben sollte oder wie sehen Sie das? Eigentlich. Dass man alles miteinander abspricht, nicht, dass einer alles alleine macht. Dass nicht einer befiehlt. Das wird gemacht und das wird gemacht, dass man sich gegenseitig abspricht oder dass man gut miteinander auskommt, auch ohne dass irgendjemand sagt, das musst du machen und das musst du machen. Wenn Sie jetzt daran denken, an Ihre Rolle in der Ehe, würden Sie dann die üblichen Frauenpflichten da übernehmen oder stellen Sie sich vor, dass man das miteinander teilen kann? Ja, ich finde, der Mann, der müsste schon etwas mithelfen. Denn ich würde wahrscheinlich halbtags arbeiten, wenn ich verheiratet wäre. Oder wenn ich Kinder haben würde, vielleicht die ersten Jahre nicht arbeiten, aber dann wieder anfangen zu arbeiten. Dann müsste der Mann mir schon helfen bei der Hausarbeit. Ja. Ich finde das gar nicht so verkehrt, wenn ein Mann mal einen Staubsauger nimmt und saugt mal den Teppich oder wäscht ab oder was. Ich finde da nichts bei. Dürfte Ihre Frau denn mal alleine ausgehen? Ja, warum nicht? Auch mit einem anderen Mann? Kommt auf die Situation drauf an. Angelika, darf er alleine ausgehen? Ja, also ich würde den Mann nicht so in eine Rolle zwingen, dass man sagt, na, du darfst abends nicht ausgehen oder darfst nirgends hingehen und trink nicht so viel und komm früh nach Haus. Ich würde ihn einfach machen lassen, denn so kann man ihn auch nicht halten. Auch wenn die Liebesmoral allgemein liberaler geworden ist, wird den Jungen meist weiterhin die Initiative überlassen. Doch die Mädchen wollen schneller als früher zur Sache kommen. Mit 16 Jahren möchte jede zweite nicht länger Jungfrau sein. Von den Jungen ist in diesem Alter aber erst jeder vierte bereit, intime Beziehungen aufzunehmen. Wie unbefangen kann man hier eigentlich als junges Mädchen auf dem Land eine Beziehung zu einem Mann leben? Also als unbefangen würde ich das überhaupt nicht bezeichnen, da doch überall Augen und Ohren offen sind. Ne? Man kennt jeden, man wird von jedem gekannt und man kann praktisch das, was man wirklich mal machen möchte, überhaupt nicht machen, weil überall die Leute zuschauen, es wird darüber geredet. Man hat die Verwandten auf dem Dorf, zum großen Teil sind das eben Großfamilien, wo man mit 12 bis 15 Leuten in einer Familie wohnt und wo das dann auch verwandtschaftlich und in freundschaftlichen Verhältnissen eben auseinandergetragen wird. Ne? Und man kann seinen bestimmten persönlichen Wünschen überhaupt nicht nachkommen. Welche Erwartungen werden denn an das Verhalten eines jungen Mädchens gestellt? Ach, die sind noch ziemlich altmodisch, würde ich sagen. Und zwar geht man davon aus, dass das Mädchen wohl ihren zukünftigen oder so 1 bis 2 Jahre kennt und dass man dann auch gleichzeitig davon ausgeht, irgendwann muss sie ihn ja heiraten. Ne? Man kann also nicht sich in Ruhe einen aussuchen oder einfach so leben, weil man eben mal Lust hat oder so. Ne? Würden Sie gerne heiraten oder könnten Sie sich vorstellen, auch ohne Trauschein zusammenzuleben? Könnte ich mir vorstellen, sicher, aber heiraten würde ich schon gerne. Und warum? Warum? Ist ja irgendwie schön. Dann hat man die Gewissheit, dass man nicht ewig alleine zu sein muss oder braucht. Ich könnte mir das nie so vorstellen, dass ich eine Frau finde oder so, mit der ich ein Leben lang auskommen könnte oder so. Und ich habe mich auch im Grunde genommen mit dem Thema noch nie so beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt heiraten will, ob ich mit 35 heiraten will, mit 45. Ich könnte mir vorstellen, auch mit 45 unverheiratet zu sein. Wir sind jetzt mittlerweile schon 5,5 Jahre zusammen. Und zuerst war es, man war nicht mehr allein, man hatte jemanden, mit dem man über die Probleme sprechen konnte. Man brauchte auch nicht allein zum Tanzen zu gehen, man liegt zusammen. Man hatte immer jemanden, der für einen da war. Und man selber hatte auch das Gefühl, man konnte für einen sorgen oder man hatte jemanden. Das war schon ganz schön, möchte ich sagen. Sie leben zusammen? Ja, am Wochenende aber nur. Also. Und denken Sie auch daran, mal zu heiraten? Ja. Hey girl, tell me what's your name? Barbara und Günther haben sich im Frühjahr verlobt, weil das so üblich ist hier auf dem Land, wenn man zusammenbleiben will. Allerdings, Sex ohne Liebe, das wäre auch für diese beiden nicht vorstellbar, wie für die meisten Jugendlichen. Vom Hamburger Institut für Sexualforschung befragt, erklärten fast alle, Sexualität sei hauptsächlich dazu da, um zwei Menschen einander näher zu bringen.
Zwar legitimiere nicht erst der Trauring die intime Beziehung, wohl aber die Liebe. Wie denken die Verlobten darüber? Was verstehen sie unter Treue? Ja, unter Treue würde ich sagen, dass man den anderen nicht im Stich lässt, dass man ihn, wie soll ich sagen, eben im Liebhält, zu ihm steht, wenn irgendwie was auf ihn zukommt. Ja. Was ist das, wenn einer den anderen betrügt? Was ist das? Ist das jetzt nur nicht zu ihm halten oder heißt das auch mal mit jemand anderem gehen, mit jemand anderem schlafen? Ja, also man versteht eigentlich darunter, dass die Person dann mit einem anderen schläft. Das ist eigentlich in meinen Augen Betrügen. Und etwas anderes kann man gar nicht darunter vorstellen. Das könnte ich denn eigentlich nicht verstehen, wenn man denn jetzt noch mit irgendjemand anders schläft. Denn ist das also keine große Liebe gewesen. Also dann hätte das nicht ausgereicht, um sich zu verloben, so sehe ich das. So dass für Sie Verloben dann auch heißt, einander treu sein? Ja, auf jeden Fall. Denn sonst hätte man sich nicht verloben dürfen. Und betrügen kann auch sein, wenn man die Liebe des Partners auch ausnutzt. Auch wenn man den nicht liebt. Seine Freundin nicht liebt und man nutzt das für sich aus. Fragt man Jugendliche auf dem Land oder in der Stadt, wie sie später am liebsten leben möchten, entscheiden sich die meisten für nur zwei Möglichkeiten. Für die Ehe oder für eine feste Zweierbeziehung ohne Trauschein. Dagegen werden Wohngemeinschaften wie auch wechselnde Partnerschaften überwiegend abgelehnt. Sexuelle Unschuld hat keinen moralischen Wert mehr. Aber auch Promiskuität steht nicht hoch im Kurs. Wesentlich sind Liebe, Treue und gegenseitiges Verständnis als Bedingung für eine länger dauernde Beziehung. Von den Sexualforschern wird diese Erwartung als romantische Liebesideologie bezeichnet, die Gefahr läuft, an der Realität zu zerbrechen. Denn der Alltag stellt mehr Forderungen an ein junges Paar als die Verwirklichung eines individuellen Glücksgefühls. Vor allem, wenn die Entscheidung für einen gemeinsamen Lebensweg vorzeitig und unter dem Druck bestimmter Ereignisse getroffen werden muss. Wie bei Heidemarie und Hans-Joachim. Sie sind gerade erst mündig geworden und erwarten in wenigen Wochen ihr Baby. Ohne Wohnung und als Lehrlinge, auch fast ohne Geld, standen sie den Folgen ihrer Liebe, die vor 2 Jahren auf dem Tanzboden begann, anfänglich ratlos gegenüber. Aber dann mussten Entschlüsse gefasst werden. Und Hilfe kam von allen Seiten. Heute wissen die beiden, was sie wollen, haben mehr als ein Ziel vor Augen. Eine Jugendliebe, die in eine Jungehe mündet. Alltäglich, aber auch hoffnungsvoll. Heidemarie, wie war das eigentlich, als Sie erfuhren, da waren Sie ja auch erst 17 Jahre alt, dass Sie ein Baby erwarten? Ja, zuerst war man natürlich ziemlich geschockt darüber, ne? Aber abtreiben wollte ich es auch nicht, weil ich kinderlieb bin. Und naja, und wir halten eben zusammen, ne? Und wir haben muss es passieren und müssen wir uns eben damit abfinden, ne? Und wie soll es nun weitergehen? Tja, wir müssen jetzt erstmal die Lehre zu Ende machen, beide. Die setzt ja erstmal ein halbes Jahr aus, muss sie ja, wie ihr es kennt, SABA. Ja, Friseurlehre will ich aber auf jeden Fall zu Ende machen. Ich lerne Friseurin, weil ich damit nachher bestimmt noch viel weitermachen kann. Ich brauche dann vielleicht nicht im Geschäft arbeiten oder so, sondern kann mir eben so Kunden suchen, ne? Und das finde ich sehr wichtig, dass man nebenbei auch noch ein bisschen was tut, ne? Und Sie wollen zunächst mal zu Hause bleiben. Wie wäre denn das, wenn Sie sich später vielleicht Haushalt und Beruf zusammen teilen? Ja, also ich finde das ganz toll, ne? Ich würde sowieso lieber arbeiten gehen und dass er dann zu Hause bleibt, vielleicht mal aufs Kind aufpasst. Nee, aber da hätte ich keine Lust zu, also zu Hause zu sitzen und aufs Kind aufzupassen. Also das wird mir nicht liegen. Das können wir verrückt werden, den ganzen Tag das Kind immer ohne haben. Ewig plärt das rum. Das wäre nichts für Sie. Nee, da gehe ich lieber arbeiten. Vor allem verdiene ich auch mehr Geld als Sie. Ja, das ist eben das, was sehr wichtig ist, ne? Das Geld und vor allen Dingen glaube ich, dass er so das gar nicht schaffen würde, alleine, ne? Mit dem Kind jetzt da fertig zu werden. Da müsste er wahrscheinlich noch Kurse machen oder sonst irgendwas, ne? Was auch wieder Geld kostet. Also wollen Sie auch die Rolle schon übernehmen? Doch, dann? Das möchte ich schon, dass ich dann zu Hause bleibe, ne? Nun sind Sie beide ja noch sehr jung und also sehr jung Eltern geworden. Wenn das Baby nun da ist, werden Sie dann nur noch zu Hause bleiben oder wollen Sie auch mal wieder ausgehen? Auf keinen Fall. Also wir tanzen beide sehr gerne und wir gehen auf jeden Fall wieder tanzen. Ich habe seine Mutter zum Beispiel, würde aufs Kind aufpassen. Ich habe viele Verwandte, die aufpassen würden. Da gibt es also keine Probleme.
dann will ich auch wieder weiter Fußball spielen. Also ich finde den ganzen Tag, irgendwas muss man auch anderes machen. Wenn man nur Kind arbeitet, dann wird man verrückt. Also ich finde, irgendein Hobby muss man haben. Ich kann sie auch mal mitkommen, fahre ich öfter mal weg mit der Mannschaft. So Turniere nach Bremen raus oder so. Dann kann sie auch mitkommen, kann man das Kind auch mitnehmen. Schönen Rasenplatz und so. Nachdem Sie sich jetzt entschlossen haben, zusammen zu bleiben und auch zu heiraten und ja auch diese sehr schöne Wohnung haben, würden Sie sagen, dass Sie glücklich sind? Doch, ja. Allgemein möchte ich sagen, schon, ja. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es geht anderen Leuten jetzt bestimmt schon schlechter als sonst. Also, ich glaube, wir sind auch ganz gut bedient, so wie es sonst geht. Ja, das möchte ich auch sagen. Vor allem haben wir auch noch das Glück, dass wir beide gute Eltern haben. Also, ich habe gute Schwiegereltern, sie auch. Kommen gut mit unseren Eltern aus. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Was ist für Sie das Wichtigste an Heidemarie? Welche Eigenschaften mögen Sie am liebsten? Ja, das mache ich am liebsten an ihr. Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Eigentlich ziemlich alles. Also nicht, dass sie so viel rumspinnt, also nicht, dass sie herrschtüchtig ist oder so, dass sie eben auch mal nachgibt, auch mal sagt, ist gut, mach das. Genau jetzt, wenn ich irgendwas will, sicher, sie sagt dann, oh, bleib doch hier. Und wenn ich dann sage, nee, ich will aber nicht, dann sagt sie, na, ist gut, dann nicht, dann gibt sie auch mal nach und so. Und dass sie nicht schlusig ist und so, ne, finde ich auch gut. Und Heidemarie? Schon. Eigentlich finde ich es ganz gut, dass er sich nicht alles gefallen lässt. So zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas sagt oder so, mancher Junge würde das gleich tun oder so. Und er sagt schon mal, also nein, ne, da habe ich keine Lust zu, ne, ich tue das eben nicht, ne. Und das finde ich irgendwie ganz gut. Und Sie glauben, dass Sie gut zusammenpassen? Doch, bestimmt, ja. Aber bis jetzt sind wir gut miteinander ausgekommen, also kann man nicht anders sagen. Eine Hochzeit ganz in Weiß. Ist das immer noch der Traum der meisten Mädchen? Oder hat die Wirklichkeit, in der das Geld für die Miete und die Raten für die Möbel nötiger gebraucht wird, ihn eingeholt? Im Verborgenen blühen romantische Sehnsüchte wie eh und je. Doch zugeben wollen die Verliebten sie nicht. Und meistens können sie sich auch keine Märchenhochzeit mit Schimmeln vor der Kutsche leisten, die sie für einen Tag in geträumte Glücksparadiese entführt. Verliebt, verlobt, verheiratet. Auch wenn sich diese Jugend in ihren Beziehungen meist aufgeklärt und fortschrittlich gibt, hängt sie doch an formalen Traditionen und übernimmt die alten Rollenbilder oft ohne Zögern. Auf dem Lebensprogramm stehen Ehe und Kinder, Konsum und Karriere. Nichts deutet auf eine Abkehr von der romantischen Liebesideologie hin. Auch das Motorrad als Hochzeitsgefährt ist nicht mehr als ein Gag. Die Jugend von heute stellt die braven Bürger von morgen. Und doch, die Mädchen sind insgesamt wacher geworden und erwarten mehr von ihren künftigen Männern, auch in der Liebe.